Hi YouTube, herzlich willkommen zu dieser Reaction. Wollt ihr wissen, was 2024 passieren wird? Ich will es unbedingt wissen und deswegen werden wir es jetzt herausfinden und zwar bei unserem YouTube-Experten des Vertrauens, und zwar Störtepriest. Der hat ein Video hochgeladen, in dem es darum geht, wie es jetzt weitergeht. Wir schauen es uns an. Let's go. Lasst gerne ein Abo und ein Like, da würde mich unglaublich freuen. Schaut gerne auch auf Twitch vorbei, zweiter Link in der Beschreibung. Let's go! So, herzlich willkommen zu einem weiteren... Mit Facecam! Störtepriest, bitte ab jetzt nur noch mit Facecam. Alter, der Bart wird langsam aber gut weiß, ne? Also, ist eine schöne Einfärbung inzwischen schon. Ein Video von mir... Da kratzt jemand an den 50ern, sage ich. Auf meinem Kanal youtube.com/störtepriest. Vielleicht nochmal eine kurze Ansage. Das letzte Mal habe ich mich etwas aufgeregt über die vielen blöden Kommentare. Ja, in der Zwischenzeit bin ich wieder etwas runtergekommen. Ich habe mich wieder etwas beruhigt und vielleicht jetzt paar Worte zu dem neuen Jahr. Wie ich das Ganze so sehe, die ganze Gesellschaft, was außenrum passiert. Es gibt im Internet viel Hate. Jetzt haben auch wieder einige Leute ein Video über mich gemacht. Ich habe mir das mal kurz angeschaut. Was? Die meiste Kritik, die ich bekomme, die nehme ich sowieso nicht an. Und das würde ich dir persönlich auch raten. Ich wollte es gerade sagen, Bruder, er starrt direkt in die Kamera. Ich habe Angst. Wenn du meine Bro, er guckt uns durch die Seele, sage ich. Er guckt durch uns durch. No joke. Videos anschaust und ich möchte jetzt erklären, warum. Ich denke die ganze Zeit, hinter mir steht noch jemand und der wird gemeint oder so. Das Ganze so ist. Und was vielleicht auch ziemlich viel Sinn machen könnte für. Kritik immer scheiße, ja. Kritik immer weg damit. Das neue Jahr. In welcher Zeit lebt. Ich kann mir nicht in die Augen gucken. Ich mein's ernst. Das ist Hilfe. Mama, hol mich ab. Leben wir heutzutage eigentlich? Das ist eine sehr luftige Zeit. Ich würde sagen, so eine Zeit, die nicht so gut greifbar ist. Ich sag's jetzt einfach mal so. Wenn man jetzt über ein Thema diskutiert oder auch etwas, was dich persönlich weiterbringt und da kommt jetzt eine Aussage oder eine Methodik oder ein Vorgehen, was absolut richtig ist, dann wirst du im Internet oder auch im Freundeskreis 10 Gegenmeinungen bekommen, die dir dann begründen, warum das falsch ist. Ich würde so sagen, ab und zu ist die Wahrheit sehr radikal und liegt nicht in der Mitte und in anderen Fällen liegt die Wahrheit in der Mitte. Das Problem ist einfach nur, wir alle wissen nicht, was die Wahrheit ist. Wir wissen jetzt nicht, ob der radikale Ansatz uns ans Ziel bringt oder ob wir weitersuchen müssen und so einen goldenen Mittelweg. Auf jeden Fall kann ich dir da draußen sagen, dass auch dieser goldene Mittelweg nicht immer der richtige ist und der wird dich nicht immer weiterbringen. Genauso auch so Aussagen. Also mir ist so, ich reg mich ab und zu auch mal auf, aber dann ist es nach einiger Zeit auch wieder verflogen. Da sagen dann manche, du musst immer positiv denken. Warum konzentrierst du dich aufs Negative? Das ist theoretisch sehr einfach gesagt. Aber das Leben besteht nun mal aus Auf und Abs. Und wenn du dich jetzt... Ich kann ja bitte blinzeln. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil... Also ich... Bisher hat er nichts gesagt. Er hat gesagt, manchmal muss man den radikalen Weg gehen. Das ist natürlich fraglich, was der radikale Weg ist. Radikale Wege sind meistens nicht die richtigen Wege. Aber bisher hat er noch nichts wirklich Direktes gesagt, sondern nur ein bisschen ums Thema herumgeschwafelt. Künstlich immer in die Aufs rein katapultierst, dann kommt der Rückschlag umso heftiger. Das hat was mit dem Ausgleich zu tun. Der Ausgleich, der bei jedem auf der Seele gespeichert wird. Das musst du mir nicht glauben, aber du kannst es ja einfach mal ausprobieren, wenn du immer nur positiv denkst, wenn du dich nie aufregst, wenn du alles so in dich reinfrisst und sagst, ah, ich muss jetzt wieder positiv denken, alles super. Da wirst du merken, irgendwann wird dich das mürbe machen und das wird dich nicht glücklich machen. So, aber jetzt zurück zum Thema. Warum ist die heutige Zeit so schwierig? Weil du ja gar nicht mehr so einfach rausfindest, was ist denn jetzt für dich individuell richtig? Er hat geblinzelt, ich hab's gesehen. Und was ist falsch? Denn wie gesagt, du hast möglicherweise schon eine richtige gute Meinung oder einen richtig guten Ansatz und 10 Leute sagen dir aber und belegen dir das mit irgendwelchen Studien, dass das falsch ist. Und auch die Studien, die sind teilweise gefälscht und die kann man auch nicht monokausal immer so zu Rate ziehen, finde ich. Wenn du da anderer Meinung bist und gehst den komplett mathematischen Weg, dann kannst du... Guck mal, Störtepriest und alle anderen Menschen, wenn man eine Meinung hat oder etwas sagt oder irgendwie ein Statement abgibt und dann kommen mehrere Personen und sagen,
Achso, wenn dann ein paar Leute kommen mit einer bestimmten Meinung, dann solltet ihr euch die anhören. Ihr müsst nicht jede Meinung übernehmen, ist ja logisch, aber ihr solltet euch die anhören und das betrachten und euch überlegen, okay, macht das Sinn? Kann ich darauf vertrauen? Wie sind die Studien, die er da angesprochen hat und so weiter? Aber direkt zu sagen, nee, ich lehne alle Kritik immer ab und ich kann damit nichts anfangen und die wollen euch keine Ahnung was, also das ist halt Quatsch, ne? Zu das machen, aber in der Praxis sieht man auch, dass diese komplett mathematisch denkenden Menschen auch nicht immer erfolgreich oder glücklich sind, ja? Und darum ist es fast ziemlich wichtig, dass man den Weg, den man für sich gefunden hat, selbst austestet und einfach herausfindet, wo brauche ich einen radikalen Ansatz und wo reicht es mir, wenn ich so einen Mittelweg finde. Und das erklärt eigentlich dieses neue Jahr oder allgemein die Zeit schon recht gut, wenn man da gut durchkommen möchte, dass man versuchen sollte, immer nach der Wahrheit zu leben, schauen, wie ist es denn wirklich und sich nicht so beeinflussen lässt von Freunden, teilweise von Videos auf YouTube, und man hat es ja auch gesehen bei dieser C-Punkt-Plandemie, was es da alles hieß in den Mainstream-Medien und was jetzt alles rausgekommen ist, was dann vielleicht doch nicht so gestimmt hat. Wie gehst du damit um? Lässt du dich beeinflussen von anderen Menschen? Ja oder nein? Bei mir ist es so teilweise, aber ich bin dann auch immer relativ schnell geheilt und finde dann wieder auf meinen Weg zurück. Geheilt? Bro, man kann nicht von Kritik geheilt werden. Jeder lässt sich beeinflussen. Ob man will oder nicht, man wird von allen Sachen im Leben beeinflusst. Ob das irgendeine Litfaßsäule ist mit irgendeinem Werbeplakat, ob es Radio ist, ob es Musik ist, ob es Filme sind, ob es YouTube-Videos sind, ob Instagram, ob Freunde, Familie. Man kann sich davon gar nicht lossprechen, auch wenn es unterbewusst passiert. Und was einem da ja auch immer so auffällt, dass man dann mal als dumm deklariert wird. Andere Leute sagen wieder, du kannst logisch überlegen. Die nächsten sagen wieder ganz was anderes. Aber wie findest du denn jetzt deinen stabilen Weg bei so vielen Meinungen und bei so vielen Einflüsterungen? Und das, finde ich, ist auf jeden Fall ein sehr großes Problem in der heutigen Zeit und auch so ein Problem, wo es bei vielen Menschen an Halt fehlt. Auch muss ich dazu sagen, empfinde ich das Kollektiv aus vielen Menschen relativ dumm, und das mag sich jetzt vielleicht arrogant anhören, aber man merkt halt auch, dass die Menschen teilweise nichts mehr richtig hinterfragen, nichts mehr richtig lesen. Zum Beispiel rege ich mich auf und sage, ich bringe jetzt keine Videos mehr raus. Aber es kommen noch die Videos raus, die geplant sind. Da waren ja 3 Videos geplant. Dann kommt das nächste geplante Video raus. Dann sagen die Leute wieder, ja, ist ja super, dass du weitermachst. Dabei sind es halt dann nur diese geplanten Videos und die Leute checken es nicht. Dann gibt es da teilweise Menschen. Ja, Digga, da haben die Leute halt währenddessen die Spülmaschine ausgeräumt und halt nicht aufgepasst. Also was ist denn das für ein Argument? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also mir geht es jetzt gar nicht darum, dass ich über andere herziehe, aber ich bin ein ultra guter Beobachter. Ich schaue, was außenrum passiert. Ein ultra guter Beobachter, deswegen blinzelt er auch nicht. Er will die Millisekunde nicht verpassen, wenn irgendwas passiert. Was da so abläuft, ich schaue mir Widersprüche an. Da gibt es ja so einen jüngeren YouTuber und da habe ich ja so ein Video gemacht über den Frauenhass, was für mein Dafürhalten... Oh, ich oder was? ...keinen Sinn macht, wie das jetzt Stern-TV mit dieser Sophia Meyer rüberbringt. Da wird dann einfach gezeigt, dass junge Frauen kritische Meinungen im Internet vertreten. Und dafür bekommen sie dann Hass und Anfeindungen. Das kriegen Männer aber auch. Aber wenn das eine Frau macht, dann ist es automatisch ein Frauenhass und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Oh Gott, wie kann man so lost sein? Digga, ich habe in der Reaction genau das kritisiert. Ich habe es ihm 100-mal gesagt. Ich sage es auch jetzt gerne nochmal, Steuerpriest. Wenn ich dir sage, du Hurensohn, dann ist es eine Beleidigung an dich. Eine generelle Beleidigung. Wenn ich jetzt zu einer Frau sage, du Hurentochter, dann ist es eine generelle Beleidigung an sie. Wenn ich aber zu ihr sage, du F.O. hast kleine Brüste und kein Mann will dich mit dir GV haben, dann ist es Frauenhass und frauenfeindlich, mein Lieber. Und genau da ist der Unterschied. Männer werden sehr, sehr viel weniger dafür beleidigt, dass sie Männer sind, aber Frauen werden oft dafür beleidigt, dass sie halt dieses Geschlecht haben. Genau dafür. Und das ist der Unterschied. Und das will der Mann nicht checken. Denn das ist eher so ein gesellschaftliches Problem. Weil wenn du dich jetzt als Mann hinstellst und vertrittst irgendeine krasse These, dann gehen sie auch auf dich los.
Und dann meinte dieser junge YouTuber, ja, aber die Frauen, die werden dann beschimpft durch so Schimpfwörter wie F-Punkt. Ihr wisst, ey, er weiß es ja doch. Wisst schon, was ich meine. Und F-Punkt kann man ja zu einem Mann nicht sagen. Das ist doch aber völlig egal. Wenn sich da eine blonde Frau hinstellt, dann wird da auf das Äußerliche eingeschlagen, weil sie eben eine Frau ist. Aber wenn jetzt ein übergewichtiger Mann sich hinstellt, dann wird sich dauernd drüber lustig gemacht, wie dick der doch ist. Das ist ja wirklich, also, das ist ja wirklich unglaublich lost. Ja, aber dann wird sich ja wegen seinem Übergewicht lustig gemacht. Oder er wird deswegen beleidigt und nicht wegen seinem Geschlecht. Es geht um Geschlecht her. Und Männer werden weniger wegen ihrem Geschlecht beleidigt als Frauen. Hä? Ich verstehe das nicht. Oder wenn der irgendwie... Alter Lotosi, Junge! ...wie bärtig ist, dann wird sich darüber lustig gemacht. Aber das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und dann... Er will es nicht verstehen. Ich bin der Meinung, er will es nicht verstehen. Weil er ist nicht dumm. Er würde es verstehen, wenn er wollen würde, aber er will es nicht. Hatte er plötzlich selber Beef mit einer Frau und die hat ihm das vorgeworfen, dass er auf sie losgeht, nur weil sie eine Frau ist. Und da ist es ja dann wieder ganz anders. Da hat es ja dann wieder nichts damit zu tun. Also die widersprechen sich selber auch. Okay, er geht auf die leeren Frau ein, weil die leeren Frau gesagt hat, also so in irgendeinem Statement gesagt hat, dass sie ja eine Frau ist und ihr deswegen kaum einer glaubt und so, irgendwie sowas in die Richtung, keine Ahnung, ich krieg's nicht wörtlich zusammen. Aber das ist ja was ganz anderes, weil ich ja eben nicht auf sie losgegangen bin, weil sie eine Frau ist, wie Stella da gerade schon reinschreibt. Und ich generell nicht auf sie losgegangen bin, das auch nochmal ganz klar. Und ich sie einfach nur normal, lustig, sachlich kritisiert habe und dann so ein Statement zu hören, ist ja wirklich lächerlich. Und deswegen verteidige ich mich. Und ich sage das auch immer wieder. Also wenn irgendwer sagt, ja, mir geht's so schlecht, nur weil ich eine Frau bin. Keiner glaubt mir, nur weil ich eine Frau bin. Du kritisierst mich, nur weil ich eine Frau bin. Ich bin so schwach, nur weil ich eine Frau bin. Sowas ist Bullshit, ja, ganz klar. Aber auf der anderen Seite... Danke für 40 Bits. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass einfach Frauen viel mehr von dieser frauenhassenden Gewalt bekommen. Also, ist ja so. Und deswegen muss man da schon für einstehen und da auch klare Worte finden. Also, wenn das berechtigt ist, wenn wirklich eine Frau halt einfach Gewalt abbekommt, weil sie eine Frau ist, dann muss man natürlich da das supporten. Es kommt halt immer auf den Fall drauf an, ne? Und merken eigentlich selber nicht, dass das keinen Sinn macht und dass das eher eine Agenda ist, hinter der die herrennen. Weil wenn das jetzt zum Beispiel Stern TV so deklariert, also wir haben immer schon Hass im Netz gehabt, ich möchte es hier nicht für gut heißen, aber wie willst du dem Ganzen Herr werden? Aber wenn es dann Frauen betrifft, obwohl die ziemlich provozieren, dann ist es Frauenhass und bei Männern wird das gar nicht thematisiert oder erwähnt und dann sagen wir, es gibt auch Männerhass, logischerweise, ganz, ganz klare Sache, es gibt Männerhass, absolut, es gibt Frauen, die Männer hassen, absolut, ja, will niemand reden, drüber streiten, niemand im Chat, kann ich dir garantieren, kein Feminist sagt, es gibt keinen Männerhass, aber in einem Video, wo es um Frauenhass geht, muss Männerhass nicht thematisiert werden. Das ist Whataboutism, mehr nicht. Manche Leute, ja gut, aber das ist ja dann eine Themaverfehlung, weil hier geht es ja um Frauenhass. Das ergibt aber keinen Sinn, weil das Ganze eins ergibt. Das ist genau das Gleiche, wenn es eine Reportage gibt über Rassismus gegen schwarze Menschen. Und sich dann Weißer hinstellt und sagt, ja, aber was ist mit den weißen Menschen? Es gibt ja auch Rassismus gegen weiße Menschen. Warum werden die nicht thematisiert? Es gibt eine andere Reportage und da geht es um Rassismus gegen weiße Menschen. Dann kannst du dir das Video anschauen. Also, das ist so unfassbar dumm. Und weil das einfach alle Gesellschaftsschichten betrifft und das checken die einfach schon gar nicht. Des Weiteren sind dann so Menschen, das fällt mir auf meinem Kanal auch so auf, hatte da jetzt erst einen und der hat sich irgendwie zum Ziel gemacht, dass er mich komplett kritisiert. Der nimmt meine Videos auseinander und schreibt dann, was weiß ich, so einen ganzen Aufsatz, den sich keiner durchlesen kann. Warte mal, was? Ich habe nicht zugehört. Und der hat sich an so Menschen, Gesellschaftsschichten betrifft. Und das checken die einfach schon gar nicht. Des Weiteren sind dann so Menschen, das fällt mir auf meinem Kanal auch so auf, hatte da jetzt erst einen.
Und der hat sich irgendwie zum Ziel gemacht, dass er mich komplett kritisiert. Der nimmt meine Videos auseinander und schreibt dann, was weiß ich, so einen ganzen Aufsatz, den sich keiner durchlesen kann, weil das so ewig lang ist, wie er das alles besser machen würde. Aber ich habe ihn ja nicht darum gebeten. Und ich weiß ja, dass mein... Ja, dann musst du deine Kommentarfunktion ausschalten. Du lädst ihn dir ein, indem du die Kommentare anschaltest. Das heißt, du hast ihn doch drum gebeten. Außerdem sagt er, glaube ich, auch, dass man Kommentare schreiben soll, oder? Auf der anderen Seite ist es ganz normal auf YouTube. Kannst du ja löschen, wenn du ein Problem damit hast. Warum regst du dich drüber auf? Lösch es halt. Das ist genau das gleiche wie mit den Nacktbildern, die er bekommen hat und deswegen so rumgeheult hat. Ja, wenn du ein Nacktbild bekommst und es nicht haben willst, dann lösch es oder blockier die Person. Mein Gott. Deine Videos alle nicht perfekt sind. Allein das Video hier, das ist alles andere als perfekt. Aber das ist ja auch kein Ich finde es schon perfekt, weil dieser männliche Mann da drin sitzt. Schon perfekt, der kann es nicht sein. Spruch, den ich habe. Und drum. Oh, Janik, Mann, danke für den 6. Monat. Spaß, Alter. Vielen Dank, Mann. Langweilt es mich ja auch, wenn mich dann Leute kritisieren. Das können die ja natürlich gerne machen. Aber ich frage ja nicht drum, wie ich die Videos besser mache. Ob man das besser ausleuchten könnte. Ob man empathischer auf irgendwas zugehen könnte. Mir geht es jetzt zum Beispiel drum, bei den Videos mit dem Stefan Berndt oder allgemein um die Illmeier-Thematik, dass man sich mit dem Inhalt auseinandersetzt. Und natürlich wird es mir dann Spaß machen, wenn die Menschen den Inhalt dann natürlich kritisieren in den Kommentaren. Oder was heißt kritisieren, wenn die drauf eingehen, wie sie das halt sehen und so. Und nicht, wie ich das alles hätte besser machen können, weil es mich nicht interessiert. Das habe ich mir dann angeschaut, dann hat er seine Aufsätze geschrieben. Bei 4 bin ich dann mitgegangen und beim 5. einfach Nutzer auf dem Kanal ausblenden, weil es einfach langweilig ist. Und da geht es gar nicht darum, dass man nicht kritikfähig ist, sondern das ist irgendwie unangebrachte Kritik. Das ist das Gleiche, wie wenn ich einen Raucher kritisiere, der einfach sagt, ich rauche aber halt gern. Und wenn ich dann immer sage, du, aber Rauchen ist ungesund, das weißt du schon, und dann zeige ich ihm wieder irgendwelche Bilder und so, dann wird der auch irgendwann sagen, du, hör jetzt auf, mich zu nerven, oder wir treffen uns halt dann nicht mehr. Und so handhaben. Digga, was ist das für ein Viech? Ich habe halt die ganze Zeit die Tür auf und die ist übel high, übel, weil sie. Digga! Ist das eine Motte oder so? Die ist aber viel zu klein für eine Motte. Das ist eine Babymotte! Geh wieder raus, da wo du hergekommen bist. Da ist die Tür. Oh, ich hab sie. Oh, ich hab sie ausgesperrt. Klatscht die weg. Nee, die ist draußen. Sie wohnt jetzt auf dem Balkon. Habe ich das jetzt mittlerweile auch. Meine Priorität liegt einfach bei den Büchern, die ich lese und bei den Themen, mit denen ich mich auseinandersetze und nicht, wie hätte man alles optimieren und besser machen können. Ja, aber warum heult er denn so rum? Ich raff das nicht. Also dann mach halt die Kommentare aus oder so. Aber wenn du die Kommentare aufmachst, dann musst du damit klarkommen, dass alle Leute schreiben, was sie wollen. Du bist doch immer so ein Supporter von Meinungsfreiheit. Dann lass den Kommentar doch einfach da stehen. Du musst ja nichts darunter schreiben, hä? Also teilweise, da schüttelst echt den Kopf, auch mit den Videos beim Stefan Berndt. Denn ich musste ja irgendwie eine Struktur reinbringen. Und dann kommen da wieder so dämliche Kommentare. Naja, aber man könnte ja ein Video dann 15 Minuten lang machen. Ich mache auch ein Video eine halbe Stunde lang, wenn das um ein Thema geht. Ich weiß nicht, was da nicht zum Kapieren geht, aber ich kann ja nicht sagen, ich habe jetzt, was weiß ich, 2 Stunden Material und das zerstückel ich jetzt in Teile von 15 Minuten. Dann ist ja zum Beispiel das erste Thema bei der 8. Minute rum und in den restlichen Minuten fängt dann ein weiteres Thema an, was dann wieder im nächsten Video weitergeht. Aber wenn jetzt ja jemand in das nächste Video reinklickt, dann muss er wieder ein Video zurückspringen und dann da wieder zum 3/4. Hinspulen. Also ihr wisst, was ich meine. Damit er dann überhaupt versteht, um was es da geht. Und drum ist es für mich wichtig, dass man das nach Themen sortiert. Und nicht jedes Thema kannst du sagen, ja, ich stelle jetzt eine Stoppuhr und jetzt reden wir genau 15 Minuten um jedes Thema rum, damit die Videos dann alle einheitlich werden. So funktioniert das Ganze halt nicht. Alter, wie nah ihm Kritik geht. What the fuck? Also, das ist natürlich berechtigt, was er da sagt. Also, ich finde den Punkt von ihm da sinnvoll, aber wen juckt das? Also das sind irgendwelche Leute, die das reinschreiben. Wenn irgendwer mir sowas schreibt, geht mir am Arsch vorbei. Also wenn irgendwer mich sinnvoll kritisiert, dann schaue ich mir das an, überlege, ob er recht hat, ob ich da wirklich einen Fehler gemacht habe. Aber wenn mir jemand schreibt, ja, dein Video ging 28 Minuten, ich schaue nur 15 Minuten Videos, dann sage ich halt, ja, dann schaue jemand anders, mir doch egal.
nicht. Und diese ganzen Verbesserungstipps, einfach nur langweilig. Und da ist man dann irgendwann an dem Punkt, da wo man sich sagt, warum mache ich das Ganze eigentlich? Können die nicht einfach mal die Fresse halten und sich mit dem Inhalt auseinandersetzen, anstatt da dauernd kritisieren, wie man das hätte machen können? Und warum machen sie es dann selber nicht? Und ich glaube, das ist so der Grundgedanke so fürs neue Jahr, dass viele Menschen keinen Halt mehr finden, dass viele Menschen auch nicht mehr zu sich selber finden, weil sie vielleicht ziemlich gute Ideen und ziemlich gute Ansätze haben, aber diese Ideen oder Ansätze im Endeffekt dann nicht umsetzen können, weil sie zu sehr auf die Meinung von anderen hören. Obwohl ich da relativ stabil bin, fuckt mich das teilweise auch ab, da wo ich dann... Anscheinend ist er da wirklich überhaupt nicht stabil, so wie ich das jetzt so mitbekommen habe. Teilweise auch so ein bisschen so ins Ungleichgewicht gerate, obwohl das bei mir ziemlich viel braucht. Aber es kommt halt immer ganz drauf an. Und darum werde ich jetzt zum Beispiel auch die Kommentare eher auf lautlos stellen und werde mir da jetzt eher so feste Zeiten setzen, wo ich das alles überprüfe und dann so... Habe ich auch gemacht. Schon vor Ewigkeiten. Ich habe alle Benachrichtigungen auf meinem Handy ausgestellt. Wenn ich jetzt mein Handy anmache... Boah, nicht, dass man da irgendwas sieht. Hier. Man sieht keine Benachrichtigung. Nichts. Ich habe von allen Social Media Plattformen die Benachrichtigung ausgestellt. Dann gehe ich manchmal auf YouTube, check mal, ob neue Kommentare da sind, lese mir das ein bisschen durch, fertig. Nervige Leute einfach rausschmeißen, einfach blockieren, die sich da nicht benehmen können. Oder die ständig irgendwelche Kritik äußern, wie man was hätte besser machen können. Kritik, so schrecklich. Ohne, dass ich sie darum bitte oder frage. Da geht es jetzt nicht darum, dass man den Inhalt nicht kritisieren kann, wenn da mal irgendwas schlecht läuft. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So Leute, die krankhaft von A bis Z da alles runterschreiben, alles analysieren, jede Beleuchtung auseinandernehmen. Von der Audioqualität angefangen bis hin zum XYZ. Da ist die Frage, hättest du da Bock drauf? Es geht doch eher um die Message, was die Videos da transportieren und um nichts anderes. Und ja, und deswegen glaube ich persönlich auch, dass deswegen viele Menschen ein Problem haben, weil sie dadurch nicht ins Tun kommen, weil ja eh immer gleich alles scheiße ist. Und es gibt sehr viele Leute auch auf YouTube, die hätten echt eine super Grundeinstellung, was sie machen. Wenn man die Kommentare anschaut, werden die ganze Zeit immer nur zerfetzt. Ich habe das zum Beispiel gesehen auf so einem Motorsport. Bei meinem Kanal, oder, Störze? Ich mache auch super Sachen, oder? Sportkanal, so ein Simracer. Das ist jemand, der halt so Rennspiele nachspielt und die sind ja auch immer realistischer und hat dann auch so ein Lenkrad und versucht dann so bestimmte Rekorde zu brechen und der ist halt echt gut. Und der wird in den Kommentaren nur zerlegt, so ungefähr, er kann überhaupt nicht fahren. Nur von den anderen runtergemacht, anstatt dass man sich freut, dass der das alles so zur Schau stellt, dass er die ganzen Eigenheiten zeigt von diversen Rennstrecken. Immer nur Hate, immer nur Gemeckere. Und ich finde halt, dass die Menschen überhaupt nicht mehr dankbar sind. Die sind irgendwie gewohnt, dass sie alles kostenlos bekommen, dass sie einfach ins Internet gehen und dass sie dann noch darüber kritisieren, obwohl sie eigentlich nichts zahlen und selber gar keine Leistung bieten. Und meinen dann auch immer, wenn man dann da Werbung schaltet auf Videos, dass man dann sofort ein reicher Mann ist. Aber warum macht es dann einfach nicht jeder? Und warum ist dann nicht jeder Mensch reich? Dann braucht man ja eigentlich gar nicht mehr in die Arbeit gehen, weil das ist... Digga, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich bin reich durch YouTube geworden, das ist eine klare Sache. Ist ja so einfach, dann macht jeder einfach nur einen YouTube-Kanal und jeder wird dann reich, weil geht ja so leicht. Und da fragt man sich teilweise echt, was mit den Leuten los ist, was die da teilweise in die Kommentarsektion schreiben und warum die Menschen allgemein so negativ drauf sind. So, und das war jetzt auch so das Wort des Tages zum neuen Jahr. Ich glaube, dass man jetzt in der neuen Welt bestehen kann, die sehr luftig ist und wir wissen ja nicht, was jetzt noch alles kommt oder was uns alles so bevorsteht. Ich glaube, dass man noch stabiler denn je stehen muss. Und damit meine ich, dass man auch mit so Gegenwind, auch wenn 10 Menschen oder 20 Menschen gegen dich sind und sagen, das ist ein Blödsinn, was du machst. Wenn du davon überzeugt bist und hast die Fakten geprüft für dich und hast es schon getestet, dann ist es zwar hart, wenn 20 Leute, die du vielleicht auch noch kennst, gegen dich sind oder gegen deinen Vorhaben sprechen und dann wird es schwer, dass du das wirklich umsetzt, aber genau da musst du dich halt durchsetzen und du musst es umsetzen. Und dann heißt es immer, wir haben es ihm ja gesagt, wenn du dann scheiterst, ja, das konnte ja nichts werden, aber daraus lernst du was. Und das ist... Digga, die scheiß Motte ist doch noch hier drinnen. Komm, sie ist direkt neben der Öffnung von der Tür, bitte. Da, in die Richtung. Oh mein Gott, an der Decke ist noch eine. Oder so ein anderer Falter. Oh, nee, ey. Oh, mein Gott, wirklich.
irgendwie sind meine Motten hier im Zimmer interessanter als Störtepriester. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit von dieser Zeit, dass man auf diese ganzen Sachen nicht hört, dass man sich seine Infos selber herholt, dass man Sachen selber ausprobiert und nicht auf diese ganzen Einflüsterungen hört. Und das ist in dieser Zeit so wichtig wie nie zuvor. Und das ist auch die Herausforderung wie nie zuvor. Und ich glaube, so könnten viel mehr Menschen glücklicher, zufrieden und Schon wieder Mottenschimmer. Also das hört sich an, als hätte ich eine Mottenplage. In meinen Schränken, wo meine Lebensmittel sind, sind keine Motten. Die fliegen hier immer nur rein wegen den Scheiß. Weil ich habe halt ein Fenster und das ist immer, also eine Balkontür und das ist immer offen. Und hier brennen halt zwei Lampen direkt in meine Fresse und deswegen, und draußen ist dunkel, Rest könnt ihr euch denken. Erfolgreicher werden, wenn sie mehr auf sich selber hören würden. Und ich glaube auch, dass das eine Zeit ist, in der sehr viele Menschen unzufrieden sind und einfach falschen Idealen hinterherrennen. Egal jetzt, ob das Instagram ist, ob das irgendwelche Ideologien sind, die uns ja da vorgemacht werden durch die Medien. Ich glaube nicht, dass das die Menschen... Störtepriest, du machst selber Ideologien vor, weil du auch ein Medium bist. Ja, deinen Fans machst du auch irgendwelche Ideologien vor. Du musst hier nicht immer nur auf die großen Medien gehen, du bist selber einer. Menschen glücklich macht. Und ich glaube, dass sich viele Menschen das einreden und obwohl sie damit ständig scheitern, trotzdem daran festhalten. Halt, Tamina. Du kannst immer scheitern im Leben, das ist es nicht. Aber ich denke, falschen Propheten hinterher zu rennen, das ist das Tödlichste in dieser Zeit, was man eigentlich machen kann. Und damit man fest zu sich steht und auch vielen Leuten widersprechen kann und einfach Nein sagen kann, dazu braucht es Courage, dazu braucht man richtig viel Kraft in dieser Zeit und ich glaube nicht, dass jeder diese Kraft hat oder dass sich das jeder traut, weil der Mensch ist ja im Endeffekt auch ein Herdentier. Und zu groß ist die Angst, dass man vor seiner Clique, vor seiner Gruppe das Gesicht verliert oder dass man dann die Leute alle gegen sich hat. Aber ich glaube trotzdem, die Menschen, die sich durchsetzen und die fest zu sich stehen und das einfach durchziehen, die werden dann in der nächsten Zeit, egal was da kommen mag, irgendwann ziemlich an der Spitze stehen. Meine persönliche Meinung. Und die Menschen, die sich hin und her wehen lassen, wie eine Fahne im Wind. Ja, das Problem ist da halt nur, dass wenn du dann auf der falschen Fährte bist und da stur in eine Richtung gehst und dann zum Beispiel Störtepriest mit seiner Meinung stur in eine Richtung geht und sich nicht von anderen beeinflussen lässt und von seinem Weg abbringen lässt, dann halt mit einer extrem falschen Einstellung, mit einer extrem falschen Ideologie halt gegen eine Wand rennt. Das ist das Problem an der Sache. Oder wie ein Ping-Pong-Ball, dass das die sein werden, die letztendlich auf der Strecke bleiben. Weil sie nie eine eigene Meinung haben und auch wenn sie mal eine gute Idee haben, diese Idee dann wieder wie so ein Schaum zerrinnt und sie hinterher das, was eigentlich gut gewesen wäre, nicht gemacht hätten. Und dass sich sehr viele Menschen immer zu krass in Perfektionismus stürzen, anstatt einfach mal anzufangen. So, lange Rede. Ja. Okay. Kurzer Sinn, ich hoffe, dir hat es gefallen, dieses Video. Ich hoffe, du konntest was damit anfangen, dass du das vielleicht nutzt für das neue Jahr. Ich persönlich bin sehr überzeugt davon. Und ich denke, ich mache jetzt die Interviewreihe mit dem Stefan Berndt doch noch fertig. Denn ihr habt's recht, es gibt sehr viele Menschen, die können ja nichts dafür, die schauen sich das immer gern an. Und die würde ich damit bestrafen. Das möchte ich an dieser Stelle nicht und darum machen wir das auf jeden Fall noch fertig und bringen das raus. Boah, wie nett von ihm. Und wenn die Kommentare dann überhand nehmen, dann schmeiße ich die Leute... Lange Rede, gar keinen Sinn. Der einfach vom Kanal. Ich verstehe nicht, warum er da so ein großes Ding draus macht. Die Kritik sachlich bleibt. Natürlich wird es dann auch irgendwann langweilig, wenn dann der Hundertste schreibt, mir ist das Video zu kurz. Warum das so kurz ist, habe ich ja jetzt erklärt, weil ich es nach Themen sortiere. Ja, dann weiß ich es noch nicht. Vielleicht schließt man dann auch die Kommentarsection oder sowas. Da muss ich mir noch was einfallen lassen oder ich entferne mich dann einfach vom Internet und mache was anderes Schönes. Gut. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Mach's gut. Bis dann. Nee, bitte nicht vom Internet entfernen, sonst habe ich kein Content mehr. Schreibt mir eure Meinung zu Störtepriests Video gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Für mich war es nicht sagen, das Video. Ich dachte, es geht jetzt wirklich um Fakten, die 2024 passieren werden oder so. 100 Milliliter Wasser über meinen Kopf, das wird auf gar keinen Fall jetzt passieren. Also, woher hast du überhaupt 50.000 Kanalpunkte? Egal. Abonniert den Kanal, folgt mir gerne auf Twitch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!